Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars Desktop Edition. Jetzt werde ich wahrscheinlich gerade nur noch ein einziges Video aufnehmen, was heißt wahrscheinlich definitiv, weil es ist einfach schon mega spät. Ich habe jetzt auch einige Tage nicht mehr aufgenommen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Deswegen hat sich einiges getan. Ach ja, guck hier, das können wir noch verbessern, stimmt. Aha. Oh. Das ist natürlich schick geworden hier, ne? Dann können wir das Lagerhaus auch noch verbessern. Dann haben wir die Aufgaben auch schon mal wieder abgeschlossen, ne? Ich meine, wir haben es ja. So viel Geld hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht, als wir gespielt haben. Ich habe nämlich auch wieder ganz gut gelevelt. So, Story. Eine Lodge für die Liebe. Die Hochzeitslocation erzielt tolle Ergebnisse, aber wir könnten unseren Service durch den Bau einer Lodge noch verbessern. Haben wir ja jetzt. So. Wir hatten so viele Unterkunftsanfragen. Frisch Verheiratete werden dieses neue Angebot lieben. Sah auf jeden Fall gemütlich aus. Ja. Ihr merkt es, ich bin ein kleines bisschen müde. So. Vampire's Birthday. Cooler Name. Oh, das hier, das kaufen wir. Oho. Das kaufen wir doch direkt mal. Wie sieht es jetzt hier aus mit dem Verbessern der Trainingsanlagen hier? Sollten wir definitiv machen. Guck mal, jetzt können wir das nämlich alles bis Level 21 trainieren. Definitiv interessant für uns. So, ebenfalls abgeschlossen. Ich habe mir die alte Führanlage angeschaut. Wir sollten sie wieder funktionstüchtig machen. Die Führanlage ist repariert und unsere Reitanlage auf dem neuesten Stand. Jetzt können wir die Pferde noch ein bisschen weiter trainieren hier. Painted Peppermint auf jeden Fall. Ja, hier seht ihr das. Quitte ist auch schon. Ihr habt mir geschrieben, Quiet gibt es auch. Da könnte man sie auch Quiet Hot. Aber Quiet ist... Na, nee, es passt nicht. Oh Gott. Dann könnten wir jetzt hier noch unsere Pferde trainieren. Oh, jetzt wird's teuer. Bis Level 21 haben wir Painted Rose jetzt. 121 überall. Das ist schon krass. 3 Level kann sie noch aufsteigen. Ansonsten gucken wir jetzt erstmal nach den Fohlen, weil das hatte ich euch ja versprochen. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, mit was ich gezüchtet habe, deswegen wird es jetzt für mich auch interessant. Problem ist, wir haben keinen Platz mehr. Friday's Fool wird uns verlassen. Der hat zwar diesen ganz tollen Hintern. Aber Vickers Victory und Cloud Barometer, da ziere ich mich irgendwie noch so ein bisschen. Oh, Vickers Peach hat den Bug mit der Mähne. Boah. Aber wir müssen das machen. Wir haben einen neuen Rappen. Das heißt, Cloud Barometer wird gehen. Ja, wir haben dieses Gesicht nicht nochmal, diese Fellzeichnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie hübsch, außergewöhnlich. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, hey, den darf ich mein ganzes Leben lang nicht verkaufen. So, gucken wir mal. Animated Display hat ein Fohlen bekommen. Wie sieht es aus? Gewöhnlich. Oh. So, ein neues Hengstfohlen. Überspringen wir jetzt mal. Das können wir dann wahrscheinlich auch direkt wieder verkaufen. Sea Secretary. Eigentlich ein ganz cooler Name. Oh. Ich bin so müde. Sorry, Leute. Wer war denn hier der Papa?
Pedigree Conspicuous Beatnik. Da hatte ich ja gehofft, dass der das vielleicht weitervererbt. Ich würde ihn direkt wieder verkaufen, weil so schick finde ich ihn jetzt nicht. Ich bin aber gefragt worden, ob ich Barcode Poltergeist nicht als Zuchthengst mal reinstellen kann. Das kann ich natürlich gerne tun. Und ich wurde darum gebeten, dass wir Animated Display von Barcode Poltergeist decken lassen. Machen wir auf jeden Fall am Ende der Folge noch. Das verspreche ich euch jetzt schon mal. So, und was haben wir hier für ein Fohlen? Ein dunkelbraunes. Ein dunkelbraunes Stutfohlen. Hat keine guten Werte. Velvet Curve. Cooler Name. Oh, guck mal, sie ist sogar ein Rabicano. Aber wir haben schon ein Stufe 5er Rabicano-Stütchen. Das heißt, wir halten uns auch diese Box frei. Wir halten uns auch diese Box frei, damit wir einfach ein bisschen Platz haben. Denn wir wollen ja noch weiter züchten. So, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Quitte? Auf jeden Fall können wir die noch bis Level 10 trainieren. Das mache ich jetzt, das klicke ich wieder einfach so schnell durch, weil es ist Quatsch, dass wir uns das alles angucken. Da fehlt uns wieder das Futter. Da fehlt uns nochmal das Futter. Das wird uns hier unten bestimmt auch gleich mal noch irgendwann fehlen, unter Garantie. Ja, Glück gehabt. Da haben wir Glück gehabt. So, Peppermint trainiere ich erstmal noch nicht. Das hier kaufen wir mal. Auch hübsch, Beauty's Body. Hübsches Stütchen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Standard-Sprintfutter gewinnen, 25.000 gewinnen, 40.000 Kilometer zurücklegen und trainieren. Das kriegen wir auch demnächst hin. So, dann lass uns doch mal gucken, was wir hier machen. Das hier schalten wir als erstes mal frei. Das hier bringt richtig viel Geld, das zweite Rennen. Das heißt, da sollten wir wahrscheinlich mal ein Pferd starten lassen. Kann aber nur Painted Rose. Und wir können nicht wetten, da sie gehandicapt ist. Wir gucken uns das Rennen an. Das kam sehr, sehr gut an bei euch, dass ich vorgeschlagen habe, dass ich die Rennen mal häufiger simuliere und wir zugucken. Einfach, weil es dann ein bisschen spannender ist. So. Startbox Nummer 7. Ich hatte auch einen Kommentar von der Zuschauerin, die geschrieben hat, wer möchte schon die komplette Folge über ein Pferdepopo sehen. Kann ich auch nachvollziehen. So, da wollen wir doch mal schauen hier. Oh, der Rappe da vorne mit der tollen Blässe, der jetzt gerade so krass rüberzieht, die Nummer 13. Sehr, sehr schickes Pferd. So, aber... Na nu, was haben die denn alle so Streif? Das liegt bestimmt hier an den Lichtverhältnissen. So, wir haben jetzt noch einen Kilometer zu laufen. Ach ja, Painted Rose. Rennt schon wieder alle in Grund und Boden. Die Nummer 13. Auch ein sehr, sehr schickes Pferd. Also gefällt mir unheimlich gut. Sehr, sehr hübsches Pferd. Oh, es tut mir leid. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwie mich langweilen würde. Überhaupt nicht. Aber ich bin einfach nur so kaputt. So, sie legt ein ordentliches Tempo vor. Wir haben noch knapp, na, was heißt knapp, wir haben noch gute 500 Meter zu laufen. Jetzt keine 500 Meter mehr. Und sie hat sie schon so krass nach vorne geschoben. Also das sollte sie eigentlich mit Leichtigkeit gewinnen können. Wir haben jetzt noch 300 Meter vor uns. Gut, das ist natürlich mit diesem Pferd eher lame. Das ist schon ziemlich... Das ist dann tatsächlich schon wieder fast langweilig, weil Painted Rose rennt sie halt einfach alle in Grund und Boden. Sie hat einfach mal 2 Sekunden Vorsprung. 2 Sekunden, das ist eine Ewigkeit im Pferderennsport. Das ist wirklich richtig krass. So, wir haben hier wieder was abgeschlossen. Und zwar diese Aufgabe mit dem Sprintfutter, das haben wir nämlich eben bekommen. Und wir haben innerhalb dieses Rennens direkt das mit den 25.000 abgeschlossen. Auch krass. Mein Familienvermögen stammt aus einer langen, erfolgreichen Renntradition. Glaubt ihr wirklich, dass ihr finanziell mithalten könnt? Es kommt nicht immer aufs Geld an. Ich bin mir sicher, dass ihr das nicht mehr, als das macht. Pff. Denkt Calthorpe, dass er der Einzige ist, der Geld hat.
Ach, wir kommen selbst gut zurecht. Richtig so. Lass dich nicht unterkriegen, arroganter Schnösel. Pearl River, da müssen wir den dritten Platz oder besser machen. Aber wir haben auch noch andere Aufgaben. Hier, guck mal, das hier, da haben wir noch einiges, was wir zurücklegen müssen. Das dauert definitiv noch, bis wir da soweit sind. So, Stall, lass uns mal gucken, dass wir jetzt hier einmal Pferd züchten. Animated Display von Barcode Poltergeist decken lassen. Das machen wir jetzt. Das sehen wir dann auch wieder in der nächsten Folge. Das hat sich... Ich finde, das ist ganz gut. Kann ich euch so ein bisschen neugierig machen. Hat ich die schon verbessert? Ja, die sind auch im Maximum, ne? Ja. Sonst wäre es ja eine orange Schaltfläche. Und was machen wir noch? Wir lassen sie decken. Von Baronet Melody. Der gefällt mir sehr, sehr gut von der Farbe her. Unheimlich schick. So, und damit können wir uns beim nächsten Mal wieder zwei Fohlen angucken, auf die wir uns jetzt freuen dürfen. Das ist doch wieder eine gute Sache. Was sagt der Markt noch so? Haben wir da noch irgendwas? Nee, wir können gerade nichts kaufen. Also, ihr Lieben, ich würde mich dann für heute schon wieder von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen geht es schon wieder weiter mit der nächsten Folge. Dann gucken wir uns an, welche Fohlen dabei rauskommen. Ich bin super gespannt selber. Also dann, macht's gut und bis dahin. Tschüss!